So, 4 Holz haben wir. Wir haben jetzt Wasser. Wir können einen Nachttopf bauen. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Nachttopf. Da, könnt ihr euch. Was? Beschreibung. Kann neben einem Bett platziert werden. Nee, kann es nicht. Außer das Ding braucht einen Platz zwischen dem. Also bisher hatten wir so, ein Bett brauchte ein Feld links und rechts, wo kein anderes Bett ist. Also man kann nicht zwei Betten nebeneinander stehen. Und jetzt sieht es anscheinend so aus, dass wir haben müssen ein Bett, ein Nachttopf, ein frei, ein Bett, ein Nachttopf, ein frei. Aber gucken wir mal kurz. Solltest den Stuhl abreißen und dich die verdammte Mauer wegmachen. So. Da einen Nachttopf hin? Ja. Okay. Also man kann sie nur nicht neben, also zwischen zwei Betten hinstellen. Aber solche Spiele hat man immer wieder diese Momente, wo man sieht, aha, so macht man es besser. Wenn ich das nächste Mal sterbe, dann weiß ich, wie ich das aufbauen werde. Und ich würde es dann halt so machen, wie ich eben erklärt habe. Mit ein frei, also ein Nachttopf, ein Bett, ein frei, ein Nachttopf, ein Bett, ein frei. Wobei ich mir nicht sicher bin, wie viel jetzt genau Komfort bringt. Also wenn wir ihn hier mal ausrufen, steht da Comfort Average 44. Aber was das macht? Nee. So, alles einsacken. Essen schaut gut aus. Wir können mal ein paar Salate draufstehen. Ja, arme Zwerge müssen Salat essen, aber was soll's. So. Ein Bett. Haben wir noch ein Bett? Nein, wir brauchen noch ein Bett. Holz, 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 Holz. So. Da, da. Was? Ah, der braucht auch hinter sich noch. Das ist echt lästig mit den Bergen. Mit den Betten. Das sind Zwerge, die sollten Etagenbetten haben, wo sie zu sechs drin schlafen können, in Schichten oder was weiß ich. Und nicht dekadente Einzelbetten mit Rückenlehnen und was weiß ich. Nachttöpfen davor. Komisches Pack. Mein Gott. Wir haben sogar einen Burggraben, jetzt fällt mir gerade auf. Mit Wasser und allem. Schick, schick. Wallskin Rug. Haben wir alles für. Das Leder wahrscheinlich eher für Rüstung benutzen sollten. Wir haben nämlich nur drei Leder. Scroll, 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 scroll. Ja, wir brauchen aber das, um zur Rüstung zu kommen. Ärgerlich. Lederhelm, Lederrüstung. Wir brauchen viel mehr Leder. Eisenschwert, dekoratives Schild. Wo kommen denn mal richtige Schilder? Gibt es die überhaupt? Metallreifen. Work, work, work. Ich sehe kein Schild. Eisentür, Zauber. Nö, Jungs mögen keine Schilder. Hier oben ist das Mithrilzeug? Nein, Silber. Ja, komisch. Magic Collect. Ach, klingt auch interessant, aber dauert das noch. Also ja, wir müssen den Rock bauen, damit wir die Lederrüstung bauen können. Das heißt, da und da und da und da. So. Du kommst dahin. Wird dann also ein richtig schönes Zimmer hier. Naja, nicht wirklich. Überall sind Wurzeln und Dreck und grunzende Zombies und tropfendes Wasser und ja, so Zeug halt. Du kommst nicht hoch, ne? Nee. Und die dicken Zombies greifen man von sich aus nicht an. Das machen nur die Skelette. Oh, sehr praktisch. So, du stehst. Wir haben noch 27 Mana. Wir müssen mehr Wildschweine töten. Für Leder?
Nicht gut. Es könnten ruhig mehr Zwerge angreifen. Ja, komm, 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 komm. Ah, das sind zwei. Massenschlägerei. Schön weich klopfen. Der flieht. Jungs. Was? Ja, komisch. Mach, mach, mach. Ach. So. Fleisch, Knochen. Oh, die haben auch Knochen. Und ein Stück Leder. Zum Riesenwildschwein. Ah, krass. Ah, gut. Oh, wir können das Bett positionieren. Geh weg, geh weg. So, Bett dahin. Essen ist noch da. Was machen unsere Gänge hier unten? Fackeln wurden noch nicht gesetzt. Ich bin gespannt, was hier unten noch so alles ist. Also da es ein Zwergenspiel ist, wird hier bestimmt irgendwann feuerspeiendes Unding sein. Drache, Balrog, was auch immer. Das würde ich schon ganz gerne sehen. Aber das ist wahrscheinlich das Letzte, was wir sehen würden. Na gut, du mach mal da ein Portal. Du take control release. Du take control release. Jetzt könnt ihr schön daraus zurückgehen. Neue Task. Bau ein Blumenbett. Ich weiß ja nicht. Jetzt weiß ich, warum diese Neuerung eingefügt wurde. Es gibt jetzt einen anderen Spielmodi, der nennt sich Sandbox Mode. Und da hat man nicht diesen Craft Tree, sondern es ist von vornherein alles freigeschaltet. Man braucht halt nur die Ressourcen. Ist einerseits natürlich recht einfach, weil man recht schnell die wichtigen Sachen bauen kann. Andererseits ist es auch ein bisschen intuitiver. Weil ich sehe es nicht so wirklich ein, dass ich zum Beispiel die Wallskin Rug hier bauen muss, um Lederrüstung herzustellen. Oder dass ich jetzt eine Holzfalle bauen muss, um eine Angel zu bauen. Vor allem eine Angel bauen, das ist ziemlich einfach. Also ja, da könnte man auch mal reinschnuppern. Einfach nur, um zu gucken, wie sich das so spielt. Du bist weg. Ist hier irgendwo noch ein Zwerg? Da hinten ist ein Zwerg. Du kriegst ein eigenes Portal. Bitteschön. Ich hoffe mal, du sammelst alles ein. 25 Minuten noch bis zur nächsten Welle. Das kann weg, das kann weg. Hier hinten geht's weiter. Oh, gerade Steinmauern. Es könnte ein Dungeon sein oder sowas. Ganz viel Eisen. Und der Boden hier ist komisch. Es ist kein Dirt mehr, das ist irgendwas anderes. Okay. Und die hier könnten wir auch bald weghauen, denke ich. Also wenn alle Zwerge ausgeruht sind und wir noch ein, zwei neue Rüstungsteile haben, dann passt das. Aber jetzt bauen wir erstmal ein Flowerbett. Zing, zing, zing. Zing, zing, Flowerbett. Stellen wir vor die Haustür. Klick. Bitteschön. Obwohl, warte mal, bringt das wieder Komfort? Da, Info. Nö. Dekorative Blumen. Welcher Zwerg mag das nicht? Jetzt ziehen wir bitte dahin. Flop. Hey. Lederrüstung und Lehm. Wie stellen wir denn Lehm her? Wall-Lamp. Wo ist Lehm? Da ist Lehm. Wasser und Kohle und Erde. Interessanter Lehm. Sammeln wir bitte hier das Wasser aus unserem Burggraben. Das ist der einfachste Weg, an Wasser ranzukommen. Hier unten ist nichts an Wasser. Nur das Ding da. Was machst du da? Take control. Oh. Autsch.
dann jetzt machen? Ich würde ganz gerne über den Pilz springen. Genau. Dann würde ich gerne hier abbauen. Ah, das kann er sogar. Auch wenn er keine Pickaxe in der Hand hat. Klick. Nur kurz mal gucken. Release. Ah, sieht nicht mehr ganz so künstlich aus wie vorher. Aber immer noch sehr kurios. Nee, komm, du geh mal nach Hause. Das da. Du hast kein Werkzeug dafür. Dann mach das da weg. Hast du auch kein Werkzeug für. Dann geh ich so nach Hause, komischer Zwerg. Genau. Wenig Lebenspunkte, das ist nicht schön. Du geh schlafen. Geh. Potta. Irgendwie kommen jetzt recht viele Leute nicht nach Hause. Haben wir da irgendwo irgendwas zugebaut? Oh, jetzt sag bitte nicht, dass das Blumenbeet den Weg blockiert. Weg mit dir. Das wäre so albern. Komm, weg damit. Mann, Mann, Mann. So, essen, schlafen. Du bist voll, du bist voll. Du musst schlafen, du bist voll. Du bist voll. Du könntest schlafen. Und ihr habt keine Aufträge mehr. Ah, ist ja komisch. Dann mach doch mal das da. Cut. Das da. Sammel das Wasser. 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 So. Craft. Clay brauchen wir Wasser, Glas brauchen wir nur Sand und Kohle. Nicht Gold. Sand. Kohle. Craft. Jo. Und ein Fenster. Holz. Holz. Glas, Glas. Wozu auch immer Fenster da sind. Für Beleuchtung. Komfort 5. Ah, okay, das könnten wir uns hier wahrscheinlich hinbauen. Also haben wir mal hier ein Loch in die Wand und setzen da das Glas hin. Und er meckert immer noch, dass er irgendwie Werkzeug braucht, okay. Ich glaube, eine Pickaxe war das. Du, wir haben keinen Stein? Ernsthaft? Jo, hier ist kein Stein, außer da. Und ich habe es irgendwie echt im Gefühl, dass wir da nicht buddeln sollten. Haben wir nicht irgendwo einen Berg? Ja, hinter den Goblins. Wo denn garantiert das Portal verschwindet und die Zwerge das Bedürfnis haben, hier durch zurückzulaufen. Fenster. Wir können das hier wegmachen, aber es ist halt nicht so viel. Ja, ist alles nicht so viel. Brauchen wir mal eine andere Mine, würde ich sagen. Warum bist du ein roter blinkender Stern? Oh ne, okay. Komfort Level 43. Was zur Hölle? Wir haben hier ein Schild gebaut, so ein komisches Lederdingens und ein Fenster. Ja. Da waren die Spinnen. Ach, wisst ihr was? Geronimo! Wir brauchen Steine und wir holen uns Steine, weil wir Zwerge sind, verdammt. Lass uns nicht abschrecken von irgendwelchen Schauergeschichten. Also, ich lass mich nicht abschrecken, aber ich habe auch nichts zu verlieren. Die Zwerge wollen irgendwie nicht. Da ist das Portal. Ihr holt lieber Holz und Äpfel. Okay. Ich warp mal ein bisschen. Doppelt. Ja, kommt keiner. Muss ich jetzt einen von Hand steuern? Ernsthaft? Eine Fackel wäre vielleicht noch schlecht. Hier. Was zur Hölle macht ihr? Immer noch Äpfel sammeln.
Komm, Porte durch. Porte. Aha, genau. Oh, einfach Warp. Genau, buddel ihm unter den Füßen einfach alles weg. Das ist nur Efeu, das ist kein Monster. Das kann noch weg, das kann weg. Obwohl, warte mal, das kann später weg. Erstmal das und das weg. Und das. Ja, schön viel Stein. Stein, 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 Stein. Irgendjemand braucht noch eine Pickaxe. Wir haben auch noch keinen Stein zu Hause. Das muss erst zurückgebracht werden. Ja. Sieht aber fast so aus, wenn es einfach nur Zufall gewesen wäre. Es ist keine Drachenhöhle, kein Ballrock-Versteck, sondern einfach nur... Oh. Au. Oh. Ignoriert, was ich gerade gesagt habe. Das ist doch ein Drachenversteck. Ja, da haben wir eine Fackel hin. Und baut dem Jungen eine Pickaxe. Da. Eins, zwei. Haben ja doch dezent Holz inzwischen. Ausrüsten. Tipp, 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 tipp. Da. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Antique Column. Komischer Steindingens. Was passiert, wenn ich den unten wegnehme? Fällt er noch bestimmt runter, oder? Gucken wir mal. Für die Wissenschaft. War das noch da? Jo. Heide! Heide? Oh. Das musst du gar nicht kaputt machen. Du kämpfst gegen das da. Kann man einfach dran vorbeilaufen. Was zur Hölle machst du da? Au. Hunter. Ruf da. So, du. Select, take control. Ich bin neugierig. Und mal Licht hier. Das sieht wichtig aus. Was? Portal 0 von 5 Teilen gebaut. Ach so, das ist das Portal zur nächsten Welt. Denke ich mal. Okay, können wir da was machen? Nee. Nee, nee, nee. Okay, müssen wir wahrscheinlich erst freischalten im Tech-Tree. Da könnt ihr raus. Aber gut, dass wir schon mal gefunden haben. Und gut, dass keine garstige Kreatur drin war. Also ich denke echt, wir müssen jetzt ganz hinten im Tech-Tree irgendwelche Portalteile bauen. Aquarium, nein. Warehouse. Zaubererstab. Ha. Oder irgendwie anders an die Portalteile rankommen. Vielleicht findet man die auch im Boden oder irgendwo ganz unten oder bei Mossen, Bossen. Die dann hier hinbringen und dann können wir zur Medium-Welt springen, wenn die denn schon freigeschaltet ist. Na gut, wir haben ganz viele neue Craft-Dinger. Ja. Erstes Portalteil. Stahl, Kristall, dunkler Kristall. Roter Kristall, Gold. Und Lehm. Dreck, Kohle, Wasser, Lehm. Venezianischer Stuck. Was habt ihr mit meinen Zwergen bloß angetan? Du sammel Wasser. Haut das Wildschwein um. Das ist komisch. Mach die Schnecke tot. Sammel den Kristall ein. Was ist das da? Bring das da um. So, Tech Tree. Venezianischer Stuck, Dach, Fenster, Spiegel, runder Spiegel, dekorativer Spiegel, Farbe, Stoff und das Ganze nur für ein besseres Bett und Sofas. Oh, magischer Forest. Okay, ich habe nichts gesagt. Das klingt echt praktisch. Summon Imp. Na gut, was haben wir hier unten? Eine Lampe. Das klingt doch einigermaßen sinnvoll.
Du bauen. Und es kommt mal gleich 3 raus. Schließen. Lampen. Du war Flower Pot. So. Und mach hier hin und mach die weg. Das sieht doof aus. Mach mal. Kann das ja nicht. Mach mal da hinten hin. Wenn wir wenigstens eine haben. Okay. Genau, bring das Wildschwein um. Du kannst auch ruhig das Wildschwein umbringen. Ihr seid doof. Ich brauche mal ein paar Leitern. Vielleicht hilft das deren Wegfindung ein wenig. So. Leiter. Leiter. War irgendwo noch ein Zweierabstand? Hier. Ups. Ha, Portal. Ah, noch 15 Minuten. Also wahrscheinlich sollten wir nächste Folge mal richtig durchschlafen mit allen Zwergen. Die Goblins töten. Das könnte so in die Hose gehen. Ah ja, die Goblins töten und dann die Welle überstehen. Wobei das knapp werden könnte. Nur noch 15 Minuten, die schlafen ja richtig lange. Und das wäre ärgerlich, wenn wir die Goblins angreifen, 2, 3 Zwerge verlieren und genau dann kommt das Portal. Also wahrscheinlich doch eher wieder abwarten. Aber gut, ich speichere jetzt erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.